Jetzt habe ich euch wieder erwischt. Und ihr habt einfach mal die Gelegenheit, diesen Rundgang, der hier 60 Tele pro Person kostet, das muss man sich mal vorstellen, das ist doppelt so teuer geworden wie letztes Jahr. Nehme ich euch jetzt hier einfach mal mit an eine Stelle, die ist so kackalt und ist voller alter Steine, die ganz viele unterschiedliche Geschichten erzählen könnten, wenn sie denn dann sprechen können. Ja, das ist wieder ein 360-Grad-Video. Ihr dürft euch also umschauen. Und, da läuft es aber eiskalt den Rücken runter. Das ist wirklich eine alte Stätte hier. Sieht ja extrem cool aus. Ihr wisst ja, die Shots sind auf maximal 8 Minuten begrenzt. Und das ist hier das Amphitheater. Muss man sich mal vorstellen, so wie früher bei Gladiator haben die hier Theater gespielt. Das ist hier eine Theaterstätte gewesen, keine Kampfstätte. Soll ich da wirklich hochkraxeln? Der letzte Berglauf, der war ja schon mal gar nicht so schlecht. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ganz flugs hier mal den Klettermax spielen. Genau. Und oh, sind die wirklich diese Stufen hochgelaufen? Meine Fresse. Oh. Und ich hab's gut heute. Es ist windstill. Somit werdet ihr alles verstehen, was ich sage, auch wenn es mir nicht ganz passt. Aber Hüsse. Oh Mann. Ah. Aber wenn ich schon mal an eine solche Stätte komme, dann möchte ich das auch voll ausnutzen. Ich glaube, da drüben ist es ein Tick besser zu laufen. Ist auf jeden Fall ein Wahnsinn. Hey! Was ist los? Also ich höre dich voll. Okay. So, genau. Der moderne Mensch kann sich kaum vorstellen, sich wirklich hier hingesetzt zu haben, auf diesen Steindinger mit einer Toga, die sowieso schon so luftig ist. Aber ich finde das hervorragend und ganz toll, dass es in der Türkei halt eine Behörde gibt, die sich um den Schutz solcher Anlagen wirklich bemüht. Und ja, so ist das nun mal. Und ihr wisst, meine Shots sind nicht so lang. Das hier ist das Theater von Perge in Antalya. Der Bezirk, das müsste Aksu sein. Und wir haben es Dezember. Zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins nächste Jahr und so. Und gucken wir mal, was ich sonst noch so für Videos hinbekomme. Ich bin alle.